Wie wirken Sie Ihre Dienstleistung, Ihr Produkt besonders glaubwürdig bei einem Auftritt online oder offline? Das zeige ich Ihnen in diesem Video. Zuerst aber alles der Reihe nach. Heute heisst es bei mir arbeiten, genau heute am Tag der Arbeit. Das ist aber super. Wir haben total volle Auftragsbücher. Da muss ich einmal am Wochenende ein bisschen an die Zecke gehen und habe meinen Laptop da bei mir. Bin in der Stube im Homeoffice. Am Mittwoch haben wir beispielsweise ein Rhetorik- und Präsentationstraining mit zwei Stammkunden, mit zwei Karten von der SBB. Das tue ich jetzt noch vorbereiten, weil ich am Montag und am Dienstag schon komplett ausgebucht bin. Und das ist etwas Entscheidendes. Wir sind so super gut gebucht, wir haben so viele Aufträge mit Kommunikationstraining, Social Media Workshops, weil wir wirklich gut sind. Das ist ja nicht Schweizer, das zu sagen. Ich finde das selber auch komisch und ich finde, das soll man nämlich selber gar nicht sagen. Aber, und das ist jetzt der Punkt für Glaubwürdigkeit, das unbedingt mal sagen lassen. Das finde ich ganz entscheidend. Lassen Sie Ihre Kunden sagen, wie sie sind. Weil das wirkt glaubwürdig. Das wirkt glaubhaft und die Leute können es tatsächlich einordnen. Wir machen das beispielsweise ganz simpel auf unserer Homepage. marceljuhn.ch mit verschiedenen Testimonials. Wir haben in der Regel immer Diskretionserklärungen. Die meisten Kunden, da ist totales Stillschweigen vereinbart. Es gibt aber ein paar, die haben das Testimonial gemacht. Zum Beispiel die drei. Eine Führungspersönlichkeit von der ETH Zürich sagt zu uns und unserer Leistung: Gute Kritik ist ein Geschenk. Ihr schafft es auf sympathische Art, unseren Studierenden Defizite und persönliche Lernfelder im Präsentieren aufzuzeigen. So sind sie gut gerüstet für kompetente Auftritte, auch bei politisch heiklen Themen. Ein zweites Testimonial kommt aus der Medienbranche. Wir geben dort ja auch regelmäßig Weiterbildungen oder sind als Interviewgäste. Wie zum Beispiel gerade diese Woche bei Radio Top oder auch bei der Bilanz, das Wirtschaftsmagazin. Da schreibt ein Journalist, ein Moderator für Radio Basilisk: Ich formuliere es im Superlativ. Marcel Juhn ist der kompetenteste Kommunikationscoach in der Schweiz. Ein Muss für alle, die auf Kommunikation, Rhetorik und Moderation im Beruf angewiesen sind und noch nicht ausgelernt haben. Ausgelernt hat das sowieso nie jemand. Wir Trainer ja apropos auch nicht. Oder Testimonial Nummer 3, um unsere Glaubwürdigkeit zu unterstreichen, kommt von einem Topshot, von einem Profi, wo mich und auch der Trainer Lukas Link vor einer gefühlten Ewigkeit mal mit ausgebildet hat in der Ausbildung zum Kommunikationstrainer, zu der Spezialisierung zum Medientrainer. Der schreibt nämlich: Ich weiß ja aus erster Hand, dass ihr zu den Besten der Branche gehört. Ja, das hören wir wirklich. Das darf ich wirklich so sagen, auch jetzt in der Pandemie. Wir haben viele Aufträge, es läuft super gut. Wir haben mit sehr viel Freude, wie die Engagement dabei sind, didaktisch, methodisch stark und vor allem viel Praxiswissen haben. Wenn ich das Ihnen aber so direkt sage, dann tönt das plus minus hoffentlich verständlich, aber es bleibt eine Behauptung. Aber wenn es andere sagen, dann ist eben der gefühlte Wahrheitsgehalt wird grösser. Das ist wie bei der Bar, wenn dann irgendwann nach dem Lockdown, wenn dann die Bar wieder aufgeht und sie sind mit dem besten Freund an der Bar oder sie lernen gerade jemanden kennen am Tresen. Wenn man dann selber sagt, hey, ich bin im Fall ein super Typ, dann ist das nur völlig bescheuert und sie läuft gerade weg. Weil die Guten, die haben es ja gar nicht nötig zu sagen, sie sind gut. Es hilft aber für Herrn und Frau bekannt, wenn andere Kollegen vielleicht sagen, hey, er ist ein super Typ. Das hilft, das unterstreicht Glaubwürdigkeit. Tun Sie das einbauen bei Ihnen auf der Webseite. Tun Sie das aber auch einbauen bei einer Rede, bei einer Präsentation. Schaffen Sie mit Zitaten, machen Sie Quellenangaben, machen Sie es spannend. All das, das lernen Sie natürlich bei uns. Ein Top-Auftritt, online, offline. Viel Erfolg und jetzt ein schönes Wochenende.